Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Mittlerweile ist schon ganze 2 Tage später. Wir waren gestern hier in der Stadt, haben uns die Stadt angeschaut. War jetzt nicht so spektakulär, dass man da was filmen müsste. Und vorgestern haben wir einfach nur ein bisschen gechillt. Der Jesse Gangster nicht so gut. Ja, und heute gehen wir jetzt laufen 1 Stunde lang zu einem Beach. Da soll man nämlich richtig gut schnorcheln können. Dafür ist die Insel hier nämlich bekannt, dass man hier richtig, richtig klares Wasser hat, richtig viele Riffe und richtig viele Fische. Ja, hoffentlich sehen wir was Geiles. Schildkröte oder so wäre halt mega nice, aber so viel Hoffnung mache ich mir nicht, weil meistens klappt das nicht. Ja, einfach mal schauen, was passiert. Wir sind jetzt hier 1 Stunde gelaufen, hat sich echt ewig angefühlt. Und jetzt habe ich hier meinen Schläuchel ausgepackt. Hier ist der Spot. Mal schauen, das Wasser ist auf jeden Fall mega klar. Ja, man, schauen, ob man was sieht. Krass, Alter. Was? Alter. Was denn? Das ist viel krasser als in Ägypten. Selbst doch. Ja. Boah, Leute. Das Wasser hier ist so krass klar. So klares Wasser habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Zieht euch das mal rein. Leute, das Wasser war zwar mega geil und ich habe auch einige Fische gesehen, aber die Wellen sind hier so hart, weil da hinten auch immer wieder die Schiffe entlang fahren. Das macht das Ganze so krank anstrengend. Ja, aber war wunderschön. Jessie, erzähl mal was zu deinem Lieblingshobby im Ausland. Das sind Supermärkte zu sehen. Die Jessie liebt es immer, sich Supermärkte anzuschauen. Das ist echt nice, was andere, was es woanders halt gibt. Hier gibt es einfach ein Buffet, Spaghetti. Echt, manchmal gibt es in Mexiko so riesige Supermärkte. Hier gibt es dann echt alles. Dann ist da auch. Ja, Roller kann man hier kaufen oder Motorräder und Fernseher und man kann essen und hier gibt es Fisch und alles. Ein riesen Supermarkt. Sie hat hier ihre Liebe für Pfirsiche entdeckt. Schaut euch mal die Zwiebeln hier an. Hier sind echt alle Zwiebeln mega groß und hier haben ja echt schon große Hände. Schaut mal, wie riesig die Zwiebeln hier sind. Und die, es gibt echt nur solche großen Zwiebeln. Und Kartoffeln sind auch meistens übelst groß. Mega viele verschiedene Chilis. Tollpatsch. Live auf Video. Oh nein! So, hier kann man sich dann Autoreifen kaufen oder Farbe oder Matratzen oder Klimaanlagen. Gleich neben dem Obst. Boah, hier kann man es probieren. Nice. Der Jesse, meinst du, das ist zum Probieren? Ja. Kann man schon, ne?
Und was sagst du? Ist da lecker. Ist mega gut. Richtig. Das Obst und Gemüse hier in Mexiko ist echt mega, mega, mega gut. Die Mexikaner lieben auf jeden Fall, keine Ahnung warum, aber die lieben Ferrero Rocher. Heißt das so, ja? Ferrero Rocher. In Mexico City gab es auch Leute, die haben das auf der Straße verkauft. Sie sind einfach rumgelaufen, haben sich halt privat gekauft und auf der Straße an die Touristen teurer verkauft. Also richtig beliebt hier in Mexiko, Ferrero Rocher. Zeig dir mal was. Mach's mal auf. Tada! Wow. Hab ich schon mal, da gibt's einen ganzen Tour. Krass. Also die Mexikaner lieben auf jeden Fall Ferrero Rocher. Und ich lieb's auch, mir schmeckt auch mega lecker. Liebe auch Ferrero Rocher. Was kostet denn das hier? Na, eins kostet 2 Euro. Sowas, das kostet jetzt fast 2 Euro. Was kostet denn so eine, boah, krass. So eine normale Packung kostet... Nein, die ist nicht normal, die ist klein. Alter, die kostet jetzt 4,50 Euro. Alter, mega teuer. So eine große Packung hier, 10 Euro. Und auch hier bei 30 Grad wird Weihnachten gefeiert. Hier gibt es Weihnachtsbäume und normale Weihnachtsbäume und Mickey Maus, Christbaumschmuck. Schau mal, das ist los. Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld. Wie geht's weiter? With Lemon. Ah nein, du fängst mich schon. Hier ist echt übrigens in Mexiko auch was Sinnvolles zum Lernen. Alles mit Limetten. Die Mexikaner lieben Limetten. Hier gibt es überall Limetten und alles mit Limetten. Jede Tomatensauce gibt es mit Limetten, Mayonnaise mit Limetten. Aber ja, Guacamole mit Limetten. Du kriegst in jedem Restaurant Limetten. Ja, das ist ja das Gleiche wieder. Ja, das. Ja, aber auf jeden Fall lieben die Leute hier Limetten und für uns ist es mega ungewohnt. Das ganze Zeug mit Limetten zu essen. Die Chips hier sind auch alle mit Limetten, gell? Die Nüsse, das die Nüsse auch. Nüsse haben wir gekauft, waren mit Limetten. Noch irgendwas? Fällt mir jetzt so spontan. Limettensaft war mit Limetten und wir haben uns auch mal Limetten gekauft und die haben nach Limetten geschmeckt. Das ist echt der Wahnsinn hier, Alter. Limetten, die nach Limetten schmecken. Oh, schaut mal. Sind hier in der Galerie. Und hier ist schon richtig weihnachtlich geschmückt. Und wir kriegen hier einfach überhaupt kein Feeling für Weihnachten, weil es so warm ist. Mindestens 28 Grad hier. Man kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass in Deutschland gerade so kalt ist, oder? Nee, will ich auch nicht. Nee, Gott sei Dank nicht. Was? Jetzt läuft's. Everybody! So, Prost. Vanilla Cold Brew, mega nice. Und schaut euch mal die Location hier an. Wir sind direkt am Meer. Nice. Ist der richtig lecker? Lass mal deins testen. Nice, was ist das? Pina Colada mit Joghurt, geil. Willst du meins mal probieren? Das ist Kaffee mit Vanille. Hammer. Cold Brew ist echt mega nice. Vor allem mit Vanille. Aber das hier ist auch richtig, richtig lecker. Oh, Leute, schaut mal, da hockt so ein riesen Pelikan. Ich hoffe, ich kann da drauf zoomen nachhinein. Und bewegt sich einfach nicht. Seht ihr den? Nice. So Leute, wir waren jetzt fast 2 Stunden hier. Jetzt zieht langsam Gewitter auf, es wird mega windig und man sieht auch schon an den Wolken, dass hier gleich ein Gewitter aufzieht. Ja, man haben jetzt 2 Stunden einfach nur gelesen. Ich lese gerade die Therapie von Sebastian Fitzek. Das Buch ist einfach nur krank. Das Buch ist einfach nur krank. Also wer das Buch noch nicht gelesen hat, kann man auf jeden Fall empfehlen. Ja, und wir laufen jetzt heim.
hoffen, dass wir noch daheim ankommen, bevor es anfängt zu regnen, weil das sind schon noch eine gute halbe Stunde, bis wir daheim sind. Und dann kochen wir uns erst noch was Leckeres. So, unser Abendessen heute hat die Jessie gekocht. Reis mit dem Gemüse und den Kartoffeln von gestern und noch extra Gemüse und extra. Oh, jetzt beschlägt's. Extra Gemüse und extra eine Kartoffel noch reingeschnitten. Richtig große Portion. Cola out of the glass bottle. Ja, Mann. Schmeckt's hier? Mhm. Ja. Mir schmeckt's auch.